Herzlich willkommen zum Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus-Stefan Dufner, Digital Transformation Coach, Geschäftsführer eines E-Commerce-Unternehmens und IT-Profi. Ich möchte dich inspirieren und dir helfen, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Und ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Ich habe heute die Patricia Denda bei mir, die live zugeschaltet ist aus St. Moritz, aus der Schweiz. Hallo liebe Patricia, und uns verbindet das Netzwerk von Dr. Joe Dispenza. Das heutige Thema ist Divine Creation Coaching und Digitalisierung, und Patricia ist Divine Creation Coach und Gründerin und Geschäftsführerin der My Well Feeling GmbH. Liebe Patricia, bitte stelle dich doch vor. Ja, hallo, danke Klaus-Stefan. Ja, es hat mich riesig gefreut, als du mich angefragt hast. Ich bin jetzt seit 2 Jahren eigentlich unterwegs und bin Coach für Divine Creation. Das ist eigentlich auf Deutsch ist es ja nichts anderes wie göttliche Kreation. Und begleite Menschen darin, ihre Wahrheit zu finden, ihre Lügen abzulegen, die sie einschränken und begrenzen, und sich erlauben, ein Traumleben zu erfüllen. Okay, und wie lange machst du das schon mit dem Coaching, dass du die Leute unterstützt? Ich würde jetzt mal sagen, das sind bald 3 Jahre. Sagen wir mal, jetzt sind es 2,5 Jahre, wo ich das mache. Okay. Und was halt vielleicht jetzt besonders ist, ich habe herausgefunden, dass Gruppencoachings, also dass vor allem die Arbeit in der Gruppe super gewinnbringend ist. Aha. Ich mache jetzt also eigentlich hauptsächlich Gruppen. Ah, okay. Und am Anfang habe ich eben angefangen mit Einzelcoachings, genau. Und was denkst du, woran das liegen kann, dass das Gruppencoaching effektiver ist? Es ist einfach, es kommt eine gute Dynamik auf, und vor allem, nachdem wir wirklich alle eins sind und alle miteinander verbunden sind, geht es viel, viel schneller, weil wenn eine ihr Thema auf den Tisch legt, auflöst und transformiert, sind einfach alle gleich mit dabei. Okay, dann machen die das praktisch mit, und dann gibt es so ein Momentum, wo dann alle praktisch mitziehen. Genau, das ist wirklich wie so ein also das reine Bewusstsein klärt die Lüge sozusagen. Und wir sind ja so gesteuert von Überzeugungen, die uns viele Dinge unmöglich machen. Und wenn eine plötzlich sagt, wie zum Beispiel, ich kann zum Beispiel, es war ganz lustig, wenn ich von einem mal ein Nein gehört habe, dann muss ich mir einen anderen Weg suchen. Dann kann ich die gleiche Person nicht nochmal fragen. Okay. Warum? Ja? Ist nur eine Überzeugung. Die haben wir alle, oder? Wenn wir einmal eine Ablehnung bekommen haben, dann heißt es, dieser Weg ist verschlossen. Aber die Überzeugung ist einfach nur da, dass dieser Weg verschlossen ist. Aber wenn ich mich selber ändere und glaube, dass dieser Weg für mich offen ist, kann ich dann zweites Mal fragen, und schon kann ich ganz andere Ergebnisse bekommen. Okay. Und schon alleine nur, wenn ich das jetzt hier auf den Tisch lege von der einen Klientin, wird es wahrscheinlich für den einen oder anderen auch schon wieder Aha-Momente kreieren und Limitierungen einfach niederreißen, ohne dass diese Person, die das jetzt hier hört, vielleicht selber irgendwo drauf gekommen ist, dass sie das einschränkt, diese Überzeugung. Okay, das heißt also eigentlich alles, die ganzen Überzeugungen halt immer in Frage stellen und die Begrenzungen dann auch beobachten und herausfinden und dann eigentlich darüber hinweggehen, auch die ausblenden. Ja, was heißt nicht mal ausblenden oder drüber hinwegzugehen? Erkennen, dass es totaler Bullshit ist. Okay. Warum sollte es so sein? Es ist eine Regel, die man sich selber für sich selber aufgestellt hat und gesagt hat, wenn einer mal Nein gesagt hat, ich glaube, wenn einer mal Nein gesagt hat, bleibt das bei seinem Nein. Ja, wenn du das glaubst, dann ist es so. Okay. Aber wenn ich glaube, dass wenn einer mal Nein gesagt hat, dass das eigentlich unerheblich ist und dass jederzeit seine Meinung ändern kann, dann ist es bei mir halt so. Okay. Ja, also das hört sich so gut an. So kraftvoll sind wir. Ja, und ich glaube, da kommt man dann auch wirklich weiter. Da hat man dann eigentlich auch einen richtigen Breakthrough und kommt dann auf ein neues Level. Also nur so dann auch. Sonst, wenn man in den Leitplanken ist, dann kommt man nicht wirklich weiter.
Genau, und wenn eine in der Gruppe die Leitplanken niederreißt, dann sind sie weg, oder? Außer Ja, ich baue dann. sie wieder auf. bleibt mir ja immer die Wahl, oder? Kann ja Ja. sagen, nö, die brauche ich jetzt. Für mich muss die wieder her, die Leitplanke. Ja, dann baue sie dir wieder auf. Kannst du gerne machen. Okay, ja, nee, das hört sich spannend an. Ich möchte jetzt mal gerne auf Dr. Joe Dispenza kommen, der ja unser beider Mentor ist. Wie hat denn die Arbeit von Dr. Joe Dispenza dein Leben verändert oder dich verändert? Also für mich war es der absolute Einstieg in die Welt sagen wir mal so, in die Welt der Mehrmöglichkeiten, als ich mir vorstellen kann. Tatsächlich ist es ja in Wahrheit die Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber mir hat damals als Einstieg eigentlich schon gereicht, dass ich sehen konnte, es gibt doch wirklich mehr Möglichkeiten, als die ich bis jetzt erfahren habe. Und das hat mich so angezogen, was er gesagt hat, weil ich eben damals wirklich dieses ganze Göttliche, was ich jetzt eigentlich unterrichte, komplett weggeschoben habe und verachtet habe. Und der Ansatz von Dr. Joel Spencer, dass er eben wirklich versucht, super neutral und wissenschaftlich zu argumentieren und zu erklären, hat mich damals riesig angezogen und gedacht, okay, dieses Gottzeug und all diese Guru und Huru und Wuhu, das wollte ich immer nicht. Heute weiß ich, dass es daran liegt, weil es wahnsinnig mit Bedingungen gekoppelt war. Und genauso wie halt Religion und Kirche. Aber auf meinem Weg musste ich mein Gottbild und meine Überzeugung von Religion und Kirche revidieren und reinwaschen, weil es dennoch, obwohl ich versucht habe, über Dr. Joe Dispenza daran vorbeizugehen, war es doch ein ganz präsentes Thema, das mir ganz viel nicht erlaubt hat, zum Beispiel frei von Schuld zu sein, die Vergangenheit wirklich hinter mir zu lassen und vor allem die Vorstellung, dass es einen Gott außerhalb von mir gibt. Ja, und für mich war das so, ja, irgendwie. Okay, ich mache die Arbeit von Dr. Joe Dispenza und da bin ich nichts und niemand und erkenne doch, dass alles ich bin und dass wir alle eins sind. Aber trotzdem gibt es dann Gott außerhalb von mir. Und das musste ich zusammenkriegen. Ja, da musste ich kapieren, dass eigentlich Dr. Joe Dispenza wirklich von dem Gott redet, obwohl er nicht von dem Gott redet. Und solange ich aber da noch zwei Sachen hatte, ja, da ist der Gott und da ist die Lehre von Dr. Joe Dispenza, war das für mich so, oh, crazy, was soll ich damit machen? Und als ich kapiert habe, das, was er das Feld nennt, die intelligente Liebe, die liebende Intelligenz, das ist nichts anderes, was Gott ist, aber Religion und Kirche haben das so schlecht gemacht und eben mit Bedingungen und mit Voraussetzungen, mit Schuld und Sühne und so weiter und so fort belegt, dass man das ablehnen muss. Und diese Ablehnung hat eben dazu geführt, dass ich eigentlich unbewusst trotzdem auch die Lehre von Dr. Joe Dispenza abgelehnt habe. Ah, okay. Obwohl ich es gemacht habe. Aber ich war nie so, wow, im Frieden. Ja, das bin ich. Das ist mein Bewusstsein. Das ist meine Göttlichkeit. Das ist meine Wahrheit. Das ist das, was ich wirklich bin. Und als ich das kapiert habe und gesehen habe, wow, da ist nichts außerhalb von mir. Da gibt es keine Bedingungen. Da gibt es nichts und niemand, was mir irgendwie was vorschreiben kann. Alles kommt durch mich in die Existenz. Durch mich. Und ohne mich gibt es nichts. Und so ist eigentlich auch, was Gott ist, ja. Gott ist in dir und du bist ein Ebenbild Gottes, also bist du in absoluter Perfektion. Und als ich dann kapiert habe, dass es nicht darum geht, mich gut und richtig zu machen, sondern dass es darum geht, zu erkennen, dass ich ja schon gut und richtig bin und den ganzen Bullshit, der mir erzählt, dass irgendwas an mir falsch ist, ablegen kann, wusste ich, das ist die Wahrheit. Ah ja, Und und ich dann glaube, kam in dem ich Moment, ja, in dann. Frieden, kam ich in kompletten Frieden, alles war da.
Nichts hat mehr gefehlt, nichts war getrennt, nichts war schlecht an mir, nichts war mehr krank an mir, nichts war mehr einsam an mir, nichts mehr war ungeliebt an mir. Plötzlich war alles gut und richtig. Und so musste ich einfach dieses Gottbild, das war für mich so lange ein Hindernis, obwohl ich gar nicht bewusst war, dass mich das hindert, weil ich ja eigentlich offiziell Atheistin war. Aber wir sind alle in der Schule. Ja. Und man Wir kann sind es alle. nicht wirklich abwählen. Es gibt dann immer wieder einen Ersatzreligionsunterricht. Also ich war dann auch noch in Ethik und so weiter. Also irgendwie verbogen wird man immer. Man kommt nicht drum rum, dass es ganz weg ist. Ethik ist genau das gleiche Thema. Wenn du das nicht bereinigt hast, dann findest du vielleicht sogar, oder nicht du, sondern irgendjemand, der jetzt hier zuhört, oder auch mein altes Du, mein altes Ich hat es zum Beispiel unethisch gefunden, irgendwie nach Geld zu streben. Oder für Heilung Geld anzunehmen. Das ist doch nicht ethisch. Heiler müssen doch gratis arbeiten. Und das ist dieses Ethikthema, das einem in den Kopf gesetzt wird, ne? Und das so gibt es ganz, 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 ganz viele Themen, die wir aufdecken müssen, weil sonst regieren die uns. Und das ist so der Kern meiner Arbeit. Da hat jeder so ein bisschen seine eigene Sprache. Und wenn du mir vor 1,5 Jahren gesagt hättest, Patricia, du hast Probleme mit Gott, hätte ich gesagt, und du bist nicht ganz dicht. Ich habe mit Gott überhaupt nichts zu tun. Ja, da interessiert mich gar nicht. Aber ja, das Interessiert mich Göttliche überhaupt ist nicht. ja immer irgendwo um uns und klar, wenn man meditiert, dann kann man sich damit ja wirklich verbinden und ganz tiefe Erfahrungen ja dann auch erleben, die einem da auch Aber wenn wirklich du es halt verändern. in irgendeiner Form ablehnst, weil es irgendeine Definition noch beinhaltet, wo du sagst, damit will ich nichts zu tun haben, wirst du nicht in diesen Frieden und in diese Wahrheit kommen, weil du halt immer noch sagst, nee, oh, da ist was, das ist ganz böse, ja. Und das ist eigentlich so jetzt der Hauptpunkt auch meiner Arbeit, wirklich dieses Bewusstsein zu schaffen, dass das alles perfekt ist, dass wir tatsächlich nicht nur intelligente Liebe sind, sondern perfekte Liebe. Ja, also das hört sich sehr spannend an, gut, und ich glaube, du hast da wirklich schon sehr viele Leute auch geholfen, die dann wirklich aus der tiefen Not praktisch komplett in ihre Kraft und noch drüber hinaus gekommen sind. Absolut. Und manchmal ist es ein Prozess und manchmal geht es schnell. Ja, Und also auch worauf ich halt dein, ganz ja. stolz bin, ist, dass ich halt jetzt wirklich heute 13 Frauen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hier empfangen darf. Ja, das ist super. Weil Mega. es möglich ist Ja. und weil man es einfach machen muss und weil man es aussprechen muss, weil man einfach sagen muss, kommt her. Und auch hier habe ich mich ganz lange nicht getraut, ja, zu sagen, kommt doch hierher. Also geht doch nicht, geht doch noch. Klar geht's. Ja, klar. Also ich finde jetzt auch gerade deine Programme haben ja auch wirklich ganz tolle Bezeichnungen. Also die Frau, die alles hat, Divine Mastermind. Also wer will das nicht? Also das ist ja, jede Frau Ja, strebt ja vor allem, danach. wer ist das nicht? Wer ist Ja. das nicht, ist die große Frage. Und auch hier geht es wieder darum, diese Frau, die alles hat, die wohnt in jeder Frau und natürlich bei dir, der Mann, der alles hat, der wohnt auch in dir. Aber den auch zuzulassen und den rauszulassen und zu sagen, hey, verdammt nochmal, ich bin die Frau, die alles hat, ich kann alles haben, was ich will, ich kann hingehen, wo ich will, ich kann sein, wie ich will, ich bin die Frau, die alles hat und das ist die einzige Wahrheit, ja. Deswegen hat es einfach auch diesen Titel, weil wenn einer sagt, ich bin nicht die Frau, die alles hat, ja, klar bist du die Frau, die alles hat, aber du weißt es nicht. Ja, das muss dann einem bewusst werden. Und ich glaube, in dem Moment, wo man es wirklich auch dann spürt und fühlt, dann passiert's. Also wenn man es nur irgendwie sich einredet oder so, dann ja, ist es schon mal gut. Aber wenn man Du es wirklich musst glaubt. deinem logischen Verstand, der ja sozusagen der Filter oder der Torhüter ist, der dich irgendwie quasi von deinem reinen Bewusstsein abhalten will. Das ist diese Konditionierung, die wir alle mitgekriegt haben aus der Gesellschaft. Der braucht ein gutes Argument. Ja, ich muss dir sagen, warum du der Mann bist, der alles hat. So, dass es dein Verstand sagt, ja, eigentlich hat jeder recht. Verdammt,
war ja voll auf dem Holzweg, wo ich angenommen habe, ich war der Mann, der nicht alles hat. War ja totale Lüge, bin ich ja komplette Lüge aufgefasst. Und wenn dein Verstand dann sagt, hey, shit, stimmt ja, das ist ja die Wahrheit, alles andere war ja total verlogen, dann darfst du dort eintreten, weil sonst hast du immer wieder diese Schranke, wo du sagst, nö, nö, Ja, nö, nö, nee, nö. nee, nee, hier hin und Nö, nö, nicht nö. weiter. Ja gut, ist Ganz ja im Prinzip genau. wie wenn man da eine Dimension wechselt oder eine Parallelwelt betritt, dann eigentlich, wo eine ganz andere Show und was ganz anderes dann sich abspielt. Genau, du hast ja alles zur Verfügung. Das einzige Problem ist, wenn dein Verstand nicht weiß, dass du alles zur Verfügung hast, dann kannst du dem lang sagen, ja, ich wechsle jetzt in eine Parallelwelt und dann sagt er, ja, verarsch dich selber, genau. Ja, und dann wird man wieder langsamer und dann ist man wieder gleich zurück im Alter. Und ich meine, ich kenne das auch, wenn man sich verändern möchte. Es gibt ja dann viele Freunde, Verwandte und so weiter. Und der beste Spruch ist ja immer, bleib so, wie du bist. Das ist ja Genau. dann Und ganz dann schlimm. kannst du nämlich sagen, super, ich bin perfekt, ich weiß, aber jetzt möchte ich mich in meiner Perfektion weiterentwickeln. Oh, okay. Und dann jetzt hat er den Verstand verloren. Ja, aber da musst du wissen, das sind alles deine eigenen Vorstellungen, die dir nur von den anderen wiedergespiegelt werden. Das sind deine Limitierungen, die du noch zu einem Teil halt glaubst. Und die Ja, anderen, klar. die sind einfach konform und sagen, das glaubt er also muss ich das ihm sagen. Und da könnte dir am nächsten Tag, wenn du wieder was anderes glaubst, könnte dir der was anderes sagen. Mach, veränder dich, super. Es Ja, gibt also. immer Zuspruch zu dem, du hast immer recht. Du hast immer recht. Ja, und letztendlich ist ja auch jeder für sich selber verantwortlich. Das heißt, der andere muss ja nicht mein Leben erschaffen oder Aber mich wer ist denn der unterstützen. Ja, andere? die alle eigentlich drumherum, sage ich mal, Ja, die aber sind wer ja. sind denn die anderen? Gibt es denn Ja. überhaupt andere außerhalb von deiner Vorstellungskraft? Ne, eigentlich auch nicht. Also, die trifft man halt im Alltag, sage ich mal, aber die Stimmen werden leiser immer. Ja, weil die anderen, das ist für mich eine der besten Quotes von Neville Goddard. Everyone is you pushed out. Jeder andere da draußen ist in dir entstanden. Deine Vorstellung über diese andere Person, die hattest du zuerst. Du kannst nicht zu einem hingehen, ohne eine Meinung über diese Person zu haben. Und diese Meinung, die du mitnimmst zu dieser anderen Person, wird dir von dieser anderen Person gespiegelt. Okay. Überleg dir mal, wenn du denkst, deine Frau ist schlecht drauf, ist es möglich, dass sie dann gut drauf ist? Nee, da hast du es manifestiert, je nachdem, wer stärker ist, sage ich mal, im Quantenfeld und in Nein, 5D. die kann nicht stärker sein, wenn deine Meinung dominiert, immer. Ja, klar. Weil es ist dein Feld, dein Bewusstsein, dein Raum. Ja, und auch die Wahrnehmung sicherlich, man nimmt es ja dann auch so wahr, dass man recht Ganz hat, genau. dann natürlich. Das ist das Einfachste. Und das unterrichtet einem keiner. Aber die Wahrheit ist halt, du hast immer recht. Okay. Ein weiteres Programm von dir ist Divine Money. Das würde mich ja auch brennend interessieren. Also ich sage, zu dir kommen Leute, die sagen, sie möchten jetzt wirklich den Durchbruch auch finanziell erleben, oder? Oder die Fülle, sage ich mal. Geht es wirklich nur um Geld oder geht es auch um Fülle allgemein? Es geht eigentlich gar nicht um Geld. Okay. Weil wenn es um Geld geht, geht es jedem, dem es ums Geld geht, geht es eigentlich nicht ums Geld. Geht wahrscheinlich um Freiheit, sage ich mal, ist ja letztendlich das, was dahinter liegen kann. Es geht um Freiheit und es geht darum, was du dir erlaubst. Okay. Und zwar nicht nur, was du dir erlaubst zu haben, sondern was du dir erlaubst überhaupt vorzustellen. Weil da fängt die Limitierung schon an. Okay. Was du dir überhaupt erlaubst vorzustellen, erlaubst du dir vorzustellen, dass du wirklich reich bist? Erlaubst du dir das vorzustellen? Und viele erlauben sich es nicht mal vorzustellen, Okay. weil sie Angst haben, dass sie bestraft werden, weil das Geld ja das Böse ist. Ja. Und du weißt selber von der Arbeit aus Dr. Joseph Spencer, die Vorstellung ist alles. Und wenn du mit der Vorstellung schon allein nicht dorthin kommst, dann kommst du Ja. halt gar nicht dorthin. Dann gibt es das nicht. Dann gibt es dieses Bewusstsein, dieses Feld, diese Realität, die gibt es nicht. Okay. Aber wenn du weißt, dass Geld göttlich ist,
Und wenn du weißt, dass göttlich gut ist, gehört auch noch dazu, dann möchtest du dir eigentlich Tag und Nacht dieses göttliche Geld vorstellen. Ja, und dann kommt es auch. Ja. Und dann kommt es, weil du es auch haben möchtest. Ja? Und deswegen ist es eigentlich, die Wahrheit ist ja, Geld ist göttlich. Es wird uns halt irgendwie anders verkauft, damit wir schön unfrei bleiben und schön Diener bleiben und schön dort bleiben, wo wir halt sind und ja, kontrollierbar klar. sind. Aber wenn du weißt, dass Geld göttlich ist und nicht mies, dann kriegst du auch ein anderes Verhältnis dazu. Das ist ja wie Dr. Joe Dispenza sagt, oder? Mein erster Workshop war ja in Sardinien, Love Affair with the Divine, eine Liebesaffäre mit dem Göttlichen. Stell dir vor, du hast eine Liebesaffäre mit dem göttlichen Geld. Wow, da musst du aufpassen, dass die Carmen nicht eifersüchtig wird. Nein, das passt schon. Also, nee, wenn ihr beide die gleiche Göttlichkeit habt, dann ist es schon okay. Gell? Ja, also wir schwingen ziemlich gleich. Wir haben ja auch alle Workshops gemeinsam gemacht und haben ja gemeinsam getroffen und das war echt super. Also das war echt klasse. Und alles ist eben göttlich, ne? Nicht nur das Geld. Ja, und ich sage jetzt mal, wenn jetzt du jemanden coachest, jetzt bezüglich Divine Money, wie schaffst du dann, dass der auch in die Umsetzung kommt? Also ein großes Thema ist ja immer, es gibt viele Coaches, die erklären ihr Programm und das hört sich alles theoretisch gut an, aber die Leute müssen ja dann eigentlich in ihrem Alltag auch wirklich die Energie oben halten und das auch umsetzen, auch weiterhin. Wie schaffst du das, die zu motivieren oder dass die da dranbleiben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es bleiben nicht alle dran. Da muss man halt auch wirklich sagen, es ist eine Arbeit, das weißt du selber, oder? Ja. Genau dieses Dranbleiben, persist, hör nie auf, gebe nicht auf. Aber dazu ist eben auch dieser Glaube. Der Glaube daran, wie es wirklich funktioniert auf dieser Welt. Wenn dieser Glaube unerschütterlich ist und du weißt, wie die Dinge in dir entstehen und aus dir heraus manifestieren. Wenn du das so fest weißt, dann hörst du auch nicht mehr auf. Ja. Weil dann kannst du die ganzen Lügen abschmettern, die dir immer wieder sagen, nee, hat keinen Sinn, hör auf, das ist falsch und das siehst du ja und schon alle Freunde verloren, die Familie sagt dir schon, du bist total bescheuert und so. Ja. Aber wenn du so fest weißt, dass du richtig liegst, und dass du richtig bist und dass das die Wahrheit ist des Lebens, dass die Prinzipien des Lebens nun mal so spielen, da kannst du nicht mehr aufhören. Ja. Wenn du mal so weit drin bist, gibt es kein Zurück mehr. Ja. Ja, definitiv. Also du musst quasi wie in der Waage, musst du halt wirklich so lange dabei bleiben, dass du weißt, zurück kann man schon gehen, aber wo gehe ich da hin? Ja gut, ich glaube, man ist ja nicht zufrieden dann, wenn man zurückgeht. Definitiv nicht. Nee. Und die wenigsten gehen zurück, sage ich mal, die meisten machen halt Umwege. Ne? Aber, also ich habe jetzt noch keine erlebt, die wirklich zurückgegangen ist. Also richtig zurück. Richtig zurück, sondern halt irgendwie ausgesetzt, gewartet. Viele kommen dann auch wieder, das ist auch wieder interessant, oder? Dass sie dann irgendwie merken, Mensch, ja, weil es ist halt immer so, aufhören, ist stehen bleiben. Du darfst eigentlich nie aufhören. Ja, und interessant ist ja auch, es kann ja auch sein, man ist wirklich einen Schritt vom Ziel entfernt und hört dann auf. Und das wäre dann auch wirklich schade, wenn man jahrelang, sage ich mal, den Weg verfolgt und hört dann auf und letztendlich ist es vielleicht kurz vorm Durchbruch. Oder manchmal ist es auch so, dass es besonders anstrengend wird kurz vorm Durchbruch. Aber dann hast du es halt noch nicht verstanden. Ja. Weil wenn du auf einem Marathon trainierst, und du weißt, dass du müde wirst, bevor du ankommst. Du weißt, dass du auf dem Zahnfleisch dich rein ins Ziel reinhaust. Aber wenn du das weißt, dann machst du es. Aber wenn du es eben nicht weißt, wenn du es nicht weißt, ja, wenn du nicht damit rechnest, dann denkst du, das wäre falsch. Ja. Und dann denkst du vielleicht, du kriegst einen Herzinfarkt. Dann denkst du vielleicht, Du wirst jetzt kollabieren und sterben, wenn du auch nur einen Schritt weitergehen würdest, obwohl das gar nicht so wäre. Aber du bist falsch informiert.
Ja, klar. Also in der falschen Realität und dann kann es nichts werden, weil man sich dann selber eigentlich dann bremst oder halt wie die Handbremse halt drin hat dann beim Marathon. Ja, und da muss dir halt einer sagen, dass es hart wird. Ja, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass dir einer sagt, ja klar, was hat, kenne ich. Ich bin nicht dran gestorben, du wirst auch nicht dran sterben. Ja, Geh das durch. Dranbleiben, das meine ich, ist ja immer das Wichtige. Oder viele, die dich beneiden, wollen auch nicht das machen, was du machst. Das heißt, die sehen dann vielleicht irgendwie das Geld oder irgendwas, aber wenn du dann am Arbeiten bist und am Deins machen bist, dann können sie sich das nicht vorstellen, dass sie das auch machen, wie du das machst. Ist auch nicht notwendig, es kann Ja. jeder so machen, wie er will. Das einzige Entscheidende ist, du musst deine Vision, also was ich immer gerne in meinen Coachings sage, ist, entweder lässt du dich von deiner Vision in deine Zukunft ziehen oder du kriegst halt von hinten die Arschtritte. Ja, klar. Eins von beiden, eins, du hast keine Wahl, du hast nur die Wahl zwischen den zweien, sonst tritt dir das Leben in den Arsch. Ja, oder letztendlich auch Schöpfer, Opfer ist ja die gleiche Frage. Also wenn, ob du dich jetzt allem hingibst, was um dich herum passiert, oder ob du entscheidest, wie es sein soll und das dann machst. Ganz genau, aber du hast keine andere Wahl. Es gibt nur diese zwei, du Ja, kannst nur zwischendrin zwischen gibt es diesen nichts. zwei, da gibt es nichts, das ist schwarz-weiß. Ja, das ist Und das haben wir, definitiv glaube so. ich, ja. Gut, und was ja auch wichtig ist, sage ich mal, beim Manifestieren, dass man genau bestellt. Dass man also wirklich das sich auch gut ausmalt und auch fühlt, was man möchte, dass man nicht so grob bestellt, weil dann kann irgendwas kommen, was zwar in die Richtung geht, aber gar nicht das ist, was du eigentlich willst. Das kann passieren, aber da liegt es halt auch wieder daran, dass du halt in deine, sagen wir mal, du machst einen Kuchen, ja, deine Vorstellungskraft, das ist das, was du haben willst, ja. Das, wenn du da halt irgendwie noch faule Nüsse reintust, Ja, klar. Dann wird es nicht hundertprozentigen Meisterwerk. da wird es halt kein Meisterwerk und aber diese faulen Nüsse sind halt diese Ängste, sind die Beschränkungen, sind die faulste Nuss ist ja die Überzeugung, ich bin nicht gut genug oder ich muss noch irgendwas dazulernen, damit ich endlich besser werde. Das ist eine von diesen widerlichen Nüssen, die dir den geilsten Kuchen, egal wie toll du den bäckst, wenn du diese Nuss nicht geknackt hast und wenn du die nicht ad acta gelegt hast, dann vermisst die dir alles. Jede Manifestation. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, was ich schon an den schönsten Orten war und die schönsten Erlebnisse habe. Und ich mit meiner faulen Nuss, ich bin nicht gut genug, dort saß in der Sonne mit dem Cocktail in Hawaii, nützt mir das alles nichts. Ja? Ja, Diese klar. Nüsse müssen geknackt werden und diese populärste ist, ich bin nicht gut genug. Ja, klar, und es kommt natürlich dann auch durchs Vergleichen, dass man sich immer mit anderen vergleicht und immer das sucht, was der andere vielleicht noch besser macht in einen und damit man selber halt sich klein fühlt und ja nicht weiterkommt, dann nicht in die Umsetzung kommt. Aber wenn du weißt, dass du perfekt bist, dann brauchst du dich nie wieder Nee, zu vergleichen. dann machst dein Ding, hast deinen Style und gut ist. Ja, und vor allem du lässt dich inspirieren, anstatt dass du vergleichst. Ja, eben, das ist ja viel besser, dass du sagst, du siehst was und machst dann dein eigenes draus. Es Ja, geht ja oder ich nicht nehme drum, auch, ja. ich kann auch deins nehmen. Ja, das war auch was übrigens, was mich immer abgehalten hat, zum Coach zu werden oder zu coachen, ja. Aber sagen, es gibt schon so viele. Es Ja, gibt schon so viele. Was will ich jetzt noch? das wäre auch noch eine interessante Frage. Wie siehst du denn die Zukunft des Coachings so in den nächsten 3 Jahren? Was denkst du, wo es hingeht, in welche Richtung? Ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Coaches brauchen. Ganz, ganz viele. Und dass es wirklich darum geht, dass jeder sich helfen lässt, ja, dass wir lernen, dass wir uns helfen lassen dürfen und dass es nicht heißt, dass wenn du dich coachen oder unterstützen lässt, dass nicht heißt, du hast es selber nicht geschafft. Ja, das sind ja auch solche Denkmuster, die man hat. Ja, eigentlich muss ja jeder selber können. Wieso soll es einen anderen geben, der es besser weiß? Und da komme ich halt wieder mit meinem Neville Goddard. Everyone is you pushed out. Es gibt keinen anderen. Der andere ist im Prinzip nur mein Inneres mir vor die Nase gesetzt. Und wenn mir das halt nicht gefällt, dann ist es gerade gut. Weil dann merke ich, was
in mir noch an Überzeugungen und Vorstellungen läuft. Okay. Und wie soll ich es denn sonst sehen? Ich muss es ja von innen nach außen kriegen, damit ich überhaupt weiß, dass es da ist. Und dazu sind andere Menschen diejenigen, die ich brauche. Und wenn ich sie so betrachte, dann ist es ganz etwas anderes, als wie wenn ich einen Menschen als etwas mir Vorgesetztes oder außen Selbstständiges vorstelle. Ja? Ich kann für dich hier in diesem Gespräch nichts anderes sein, als das, was du in mir sehen kannst. Habe ich keine Chance? Kann machen, was ich will. Ich kann jetzt hier einen Kopfstand machen und mit den Ohren wackeln. Du wirst dennoch das sehen, wofür du dich entscheidest zu sehen. Ja, klar. Genau. Und deswegen brauchen wir Menschen, die sich dafür zur Verfügung stellen, weil das ist manchmal nicht toll. Ja, dass wenn du von jemandem, du kannst nichts dafür und jemand sieht was in dir, was er aber gerade sehen muss. Danke, dass du dich dafür zur Verfügung stellst, heißt es ja. Ja. Das heißt auch in der zwischenmenschlichen Beziehung, heißt es nicht, ich muss dir böse sein, wenn du sagst, du mir irgendwas sagst oder zeigst, sondern danke, dass du es mir gezeigt hast. Ja. Ja. Dann kannst du es erkennen, kannst dran arbeiten oder auflösen, dann, oder letztendlich Trigger halt in dir dann, dass du weißt, okay, da habe ich noch irgendeinen Rest, einen Glaubenssatz oder ein Trauma, was gehen darf. Genau, und deswegen glaube ich, dass sich mehr und mehr Menschen bewusst werden und dass wir eben mehr und mehr Menschen brauchen, die das können, ja, die das können und die das auch gerne machen. Ja, klar. Und stell dir mal vor, was passiert jetzt, fängt alles neu an. Wir werden nicht ewig mit dieser C-Geschichte durch die Welt laufen. Wir sind ganz heftig vor einem Umbruch und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die da Halt und Unterstützung brauchen, das zu managen. Und der Weg geht für mich eben ganz klar in diese freie Entscheidung. Und das muss man auch mal lernen, mit Freiheit umzugehen. Das ist ja die Geschichte von dem Elefant, oder? Der da, wenn er angebunden war, jahrelang mit der Kette und plötzlich an einem kleinen Palmchen, und plötzlich ist er frei und er geht keinen Millimeter weg. Und der Elefant braucht einen Coach. Genau, und der ist wahrscheinlich auch unbezahlbar, der Coach, weil ohne den hätte er so viel verpasst in seinem Leben und der die Abkürzung gar nicht bekommen, dann, dass er sofort loslaufen kann. Der würde wahrscheinlich sterben, ohne zu leben. Ja. Und wenn er einem zuhört und sagt, du Elefant, du bist frei, du bist gar nicht angebunden. Doch, ich war mein ganzes Leben angebunden. Ja, glaube ich dir auch. Aber jetzt bist du frei. Du kannst frei dein Leben entscheiden und gehen. Und dann traut er es, dann muss der das lernen. Ja. Der muss das, und dann hat er Angst. Und dann braucht er Begleitung. Und deswegen glaube ich, wir brauchen Coaches, die Leute in die Selbstermächtigung führen. Nonstop von allen Richtungen, von allen Seiten. Und was halt für mich eins der wichtigsten Sachen ist, wo ich halt noch nicht so viele sehe, die wirklich absolut aus der Perfektion heraus coachen und nicht versuchen, einen besser zu machen. Und das, glaube ich, ist die Zukunft. Dafür brenne ich. Das ist mein Ding, ja. Dieser Ansatz zu sagen, du bist schon perfekt, ich muss dich nicht coachen, dass du besser wirst. Ich muss dich coachen, dass du weißt, dass du perfekt bist. Ja, oder auch das Aktivieren dann praktisch, die Potenziale, die noch schlummern, oder dass das offengelegt wird dann halt. Dass die Leute das ja dann plötzlich erkennen und fühlen, dass das alles ist. Ja, eh schon immer alles da. Ja. Es ist ja da, genau. Und nicht dorthin zu gehen und sagen, du musst Potenziale aufbauen. Nee, die hast du schon. Die musst dir nur bewusst werden, dass sie da sind, ja, oder halt aktivieren. Das Göttliche in dir aktivieren. Du kannst gar nicht alle managen, oder? Mhm. Also mehr brauchst du nicht. Mhm. Fang erst mal an, das zu managen, was schon da ist, ja? Ja, klar. Aber das ist auch nur so ein Mindset, ja, ich bin gut genug. Einfach so.
bist gut genug, weil du hier bist. Es reicht. Okay. Und nochmal zum Thema Digitalisierung. Ich habe gesehen, du hast auch also Online-Kurse auf deiner Website. Wie war denn das für dich, die zu erstellen? Wie hast du das gemacht? Was hast du da für Erfahrungen gesammelt beim Erstellen? Welche Tipps kannst du geben zu den Kursen? Klassische Tipp, mach einfach. Okay. Es kann immer verbessert werden. Ja. Es gibt immer Verbesserungspotenzial, aber du musst es einfach mal machen. Mhm. Ja, du musst einfach mal, und es ist eigentlich ziemlich einfach. Du nimmst deine Sachen auf. Also meinen ersten Online-Kurs, den My Magic, den habe ich mit einer tollen Lady zusammen gemacht. Mhm. Die hat mir das Ganze schön noch geschnitten und bearbeitet. Das habe ich nicht selber gemacht, obwohl ich es könnte. Mhm. Irgendwie, weil das für mich so ist, das habe ich schon gesagt, fertig. Mhm. Das kann jemand anders bearbeiten. Und die hat es für mich zusammengestellt und ich habe es natürlich super einfach gemacht und ich mache es auch heute noch einfach. Ich mache Dropbox, ich arbeite mit Dropbox und das ist auf Dropbox und das ist das Dropbox Business, da kannst du das anschauen, kannst du es nicht runterladen, du hast ein Passwort, da ist alles drauf, da sind die Filme drauf, da sind die Videos drauf, da sind die Dokumente drauf und wer das nicht handeln kann, dann habe ich es auf Vimeo, habe ich es auch noch. Okay. Aber es ist simpel. Es ist das Simpelste. Also ich arbeite seit ewigen Jahren arbeite ich mit Dropbox. Ich weiß, es gibt auch, die machen Google und was weiß ich nicht was. Ja. Für mich ist es, ich habe gesucht, Kajabi und alles für diese Online-Kurse. Es gibt ja zig Plattformen, die du alle bezahlen kannst. Und für mich ist es einfach immer schnell, einfach, günstig, muss es da sein. Und wenn ich das Zeug auf Dropbox habe und diesen Link verschicke, dann ist erledigt. Oder halt auf Vimeo kommt erledigt. Die E-Mail mit den Links zu den Videos und das war's. Dann ganz kann man es angucken. Oder eventuell noch Download dann, wenn es noch Worksheets oder sowas gibt, gibt es nochmal einen Link dazu und das war's. Ja, super. Genau, also es ist super simpel und kann jeder machen, ja. Also da. Und man kann es ändern, ja, gerade kannst noch einen Bonus dazu geben. Update kannst noch dann machen, ja. Add-on, ein Update machen. Und also bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Ja, also ich denke auch, manchmal ist halt zu viel Plattform drumherum und der Mehrwert ist gar nicht da. Ich sag, wenn du das Video auf dem Handy abspielen kannst, mehr brauchst du ja nicht. Und wenn du irgendwo warten musst, kannst du an deinem Kurs weitermachen. Das ist ja tipptopp. Und wenn dann aber noch ein großer Login und Zeitleiste und weiß Gott was, Fortschrittsbalken drumherum ist, das bringt dann auch nicht wirklich Mehrwert. Nee. Also ich bin da auch ziemlich pragmatisch und möchte es halt möglichst einfach haben, genau für die User. Ja, ist auch für die Leute besser wenn, mit der Bedienung, wenn es nicht so ein kompliziertes System ist, auch zig Passwörter wieder zu merken und so und zurücksetzen und das ist auch betreuungsintensiv dann sicherlich dann, wenn man so ein riesen Kurssystem dann hat. Und du weißt du, wenn einer was downloaden will und wenn einer was speichern will, der findet einen Weg. Da kannst du dir lang den Kopf zerbrechen, ja. Ja, also, klar. Wenn du dich ein bisschen auskennst, dann weißt du, dass ich will das Video downloaded und gesaved auf meinem Computer und da gibt es keines, das ich nicht downloaden. Im schlimmsten Fall wird es abgefilmt. Ja, genau. Und was sind denn so dann deine nächsten digitalen Pläne? Was hast du so vor in der nächsten Zeit jetzt Richtung Digitalisierung noch zu machen? Digitalisierung. Ja, eigentlich ist ja alles digital. Ich will mir ja gerade durch dieses Meeting hier so ein bisschen am Ende digitalisieren, auch mehr wieder Persönlichkeit reinzubringen und diese Touch und Feel. Wirklich dieses Zwischenmenschliche ist mir sehr, sehr wichtig. Digitalisierung ist für mich auch super, super wichtig, aber ich weiß, dass es immer wieder verlockend ist, zu perfektionieren. Ganz viel Zeit zu verlieren, um dann noch perfekter und schöner und klarer und sexier und aber seltenst kundenorientiert. Also mein Ziel ist, vielleicht noch mehr Online-Kurse zu machen, kleinere Kurse zu spezifischen Themen, die die Leute gerade
für einzelne Fragestellungen abholen. Aber mehr will ich da eigentlich gar nicht machen. Okay. Und ich bin mal gespannt, wo Facebook uns hinführt. Aha. Ja, also da bin ich jetzt auch schon, sag ich mal so, dass ich einen Telegram-Kanal noch habe, um einfach wirklich mit den Leuten auf verschiedene Art und Weisen vernetzt zu sein, weil eben was die Zukunft der Digitalisierung bringt, das sind ja hier abhängig. Ne? Ja klar, ich meine, es ist ruckzuck ein Profil gesperrt, warum auch immer. Willkür, vielleicht auch immer mehr werden die Maschinen das beurteilen, gar nicht mehr Menschen, ob wir es richtig machen. Und dann ist natürlich auch schnell was passiert. Also ich habe jetzt auch ein Beispiel, also wir sind ja auch, verkaufen ja auch Souvenirs weltweit. Also ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen von Amazon Australien. Da stand drin, also wir haben ein Whisky-Set angeboten. Das ist ein Glas und ein Becher dazu. Und Amazon hat dann geschrieben, man darf keinen Alkohol verkaufen und das Ding wurde dann gesperrt. Also das war auch wieder so eine Robotergeschichte. Der Artikel ist dann und da gesperrt. Da denke ich halt wirklich, sich da nicht so hundertprozentig das von einer Plattform oder von einer Art und Weise abhängig zu machen. Also ich bin zum Beispiel auch eine, ich kenne das alles, ich kenne Digistore, ich kenne Elopage, ich kenne das alles, aber ich schwöre auf meinen eigenen Shop. Aha. Das ist mein Shop. Ich mache da ein Produkt rein, wann ich will, wie ich will, mit dem Foto, wie ich will, ich beschreibe es, wie ich will. Und da sagt mir kein Digistore, ich darf das jetzt nicht veröffentlichen oder ich brauche einen anderen Preis oder was weiß ich nicht was. Ja? Also das ist für mich auch eine ganz, ich stehe für Freiheit. Ja, genau. Ich stehe für Freiheit und deswegen ist es für mich auch ganz klar, dass man sich da wirklich entweder helfen lassen sollte, was sich nicht in Abhängigkeiten von digitalen Plattformen, die fremdgesteuert sind, bringt. Ich meine, wir können es nicht verhindern. Ich meine, ich bin auch bei WordPress, da kommen die ganze Zeit Updates, Plugins, bla bla bla. Da sind wir natürlich auch gewissermaßen abhängig. Aber dass ich zumindest meinen Content und meinen Preis selber bestimmen kann, ohne dass mir irgendeine Plattform, also Digistore macht es ja, dass sie dir sagt, du musst irgendwie was anderes beschreiben oder einen anderen Preis wählen oder was weiß ich nicht, was du, wo für mich einfach nicht in Frage kommt. Und klar zahle ich beim Provider, ich arbeite mit Stripe, zahle ich natürlich auch meine Kommission, aber kleiner Tipp, macht Banküberweisung. Ich kriege mittlerweile, kauft mir einer ein Produkt am Morgen und am Nachmittag habe ich schon die Gutschrift auf dem Bankkonto. Das geht so schnell jetzt. Ja, mit der Echtzeitüberweisung. Das geht, das war ein riesiger Fortschritt. Zacki, zacki, zacki. Und du hast keine du verlierst kein Geld und so weiter und so fort. Also ich schwöre darauf. Das ist also wirklich meine Zukunft, wo ich sage, ich arbeite mit Überweisung. Ja. Dann bietest du gar nichts anderes mehr an, PayPal und so weiter. Du sagst dann nur. PayPal sowieso nicht, weil das mir Geld in der Schweiz, mir Geld aus PayPal rauszuholen, habe ich immer Wechselkursverluste. Und eben Stripe, über Kreditkarte mache ich Stripe. Sofortüberweisung mache ich auch nicht mehr. Ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht. Banküberweisung, zackete. Ja, das ist ein guter Tipp. Also das stimmt und es hat ja auch jeder wahrscheinlich ein Bankkonto in der Regel. Das und ich kann hier nochmal aus der Westentasche plaudern. Ich bin ja hier in der Schweiz. Ich habe viele Kommissionen immer mit Wechselkurs und so weiter, weil ich ja Euro-Business mache. Ich habe mir jetzt bei so einer Online-Bank, die heißt N26, habe ich ein Euro-Konto mit einer Kreditkarte. Super. Ja, du machst es da drauf und kannst die Kreditkarte dann verwenden, dann wenn du Geld brauchst. Irgendwo und zum wieder was kann kaufen. Ich Geld abheben mit der? Ja. Alles Mögliche, kommissionslos, auch in der Schweiz, in ganz Europa, kann alle Online-Zahlungen machen und kann natürlich ganz normal die Euro-Rechnungen mit Euro bezahlen. Euro-Zahlen hast dann keinen ganz genau. Wechselkurs. Also ja, da bin ich super. Halt Schwabe, ne? Ich bin im Schwabenländle aufgewachsen und da schaut man halt, dass man nicht unnötig irgendwelche Transaktionskosten. Ja, ich bin verliert. Ja Badener. Ich bin ja Badener. Aber das, ja, die Grenze ist nicht so ganz weit zu Schwaben. Das ist Schwenningen bei uns, ist die Grenze dann.
zu schwaben. Also was halt ist, wenn du halt wirklich viele, viele Verkäufe hast oder wenn du sag ich mal, ich habe ja teurere Produkte, ich verkaufe ja, ich habe ja noch einen Überblick über das, oder? Aber wenn du natürlich dann auch noch ein Inkassowesen brauchst, Mahnwesen und so weiter und so fort, dann sieht es dann schon wieder anders aus, ja. Wenn das jetzt ein Digistore für dich macht oder so, ist es natürlich angenehm, aber du zahlst halt. Gut, ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Jetzt nehmen wir mal an, es überweist dir jemand was, bucht deinen Kurs und nach 2 Tagen sagt er, nee, gefällt mir nicht, musst du ihm dann das Geld zurückerstatten, weil letztendlich kann ja er den ganzen Kurs 2 Wochen schon. Weil er könnte ja in der Zeit den ganzen Kurs anschauen, aber das ist halt dann so, dann muss man es zurückgeben. Ganz selten, oder? Wenn er gut ist, dann das macht kaum einer. Ja. Kannst du dir auch manifestieren, oder? Meine Kurse werden nicht zurückgegeben. Definitiv, ja. Nee, also da hast du auf jeden Fall recht. Ja, und ich denke, das ist ja auch der gute Weg, weil du machst es jetzt in der Gruppe und du machst es online, digital und auch selber und bietest vor allem auch Mehrwert und Content, also gerade auf deinem YouTube-Kanal. Da sind ja unendlich viele Videos mit wirklich guten Botschaften und Mehrwert für die Leute. Das ist ja schon letztendlich bestimmt 90% Free Content, den du da ja schon anbietest dann auch. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich sage, wieso machst du das gratis? Kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist halt so. Nein, das ist ja auch gut, weil ich sage, um das geht es ja auch, dass man auch Leuten hilft. Also das absolut. Und ich habe auch schon von E-Mails gekriegt von Leuten, wo gesagt haben, ich hätte ja gerne ein Coaching bei dir gebucht, aber mir geht es gerade so gut, ich habe auch dein ganzes Zeug konsumiert. Super. Ja, nee, dann klar. Also dann kriege ich so ein E-Mail und dann freue ich mich dann natürlich schon auch, oder? Ja, klar. Aber das ist ja auch nur das Denken. Ja, ich könnte jetzt auch denken, nee, das kann ich jetzt nicht mehr machen, dann verliere ich. Nein. Das sind genau die so alles zurückhalten. Das sind eigentlich die nicht weiterkommen und die Mangel sind dann letztendlich auch durch das Denken. Weil letztendlich, also ich sehe es auch so, man hilft halt auch den Leuten und zum gewissen Grad sowieso immer. Also das ist klar, wenn jemand was wissen will. Ich glaube eben auch, es ist tatsächlich einfach immer so, wie du es halt dir denkst, ja? Ja. Und das ist für mich Authentizität, ja? Mhm. Dass du einfach auch wirklich das halt machst, was du glaubst, ja? Mhm. Und wenn ich halt jetzt glaube, dass mein Content Leuten hilft und dass ich das gerne, dass ich das so gebe und dass ich diese Dinge verkaufe und dass es bei mir halt jetzt so ist, dann ist es halt jetzt bei mir so. Ja. Ja, und es wird immer jemand geben, der ist begeistert und ein anderer sagt, da kann nichts damit anfangen und beide haben recht. So sieht's aus. Ganz genau. Ja, und gut, ich sage mal zum Thema, was ist denn deine Vision? Also was ist denn dein großes Oberziel oder wo du sagst, wo möchtest du jetzt wirklich hin? Was möchtest du bewegen? Ich möchte wirklich Millionen von Menschen inspirieren und zwar nicht nur, dass das ja alle meine Kunden sind, weil da bin ich ja jetzt auch schon dran, diesen Ripple-Effekt zu kreieren, dass das wirklich Leute, die in meinem Coaching waren und die da auch weitermachen wollen und die das wirklich weitergeben wollen, dass ich denen die Möglichkeit gebe, das zu tun und dass ich sie so lange quasi unterstütze, bis sie sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr, unter deiner Fuchtel oder unter deinem Denken, unter deinem Dach zu haben, ich mache mein eigenes Denken. Da sage ich, super, machst du das. Aber für mich ist es jetzt einfach wichtig, dass ich entschieden habe, ich mache nicht nur ein Coaching und dann entweder buchst du was weiter bei mir oder du gehst, sondern ich habe einen Weg eben durch diese Ausbildung zum Master of Divine Creation, dass die Leute tatsächlich nachher mir helfen können, die Leute zu coachen. Und dass wir dadurch halt viel mehr Leute erreichen, weil die mich nicht hören können, die können meine Mentorinnen hören. Und das merke ich, das fängt jetzt schon an, richtig cool zu werden, dass das halt sich so richtig ausbreitet, dass es gibt ja nur eine Wahrheit. Ja? Es gibt ja nur eine Wahrheit. Ja, ja. Eine Wahrheit über unser Sein, eine Wahrheit über unser Leben. Und ich möchte halt eigentlich, dass jeder das weiß und dass jeder danach leben kann. Das ist meine große Vision, dass ich niemand mehr eingeschränkt oder irgendwie fremdbestimmt fühlen muss. Ja. Das finde ich eines der schlimmsten Gefühle. Ja, das ist richtig.
Das ist richtig gut und ich glaube, da kannst du wirklich auch sehr viel bewegen und hast auch schon sehr viel bewegt. Ich habe jetzt mal noch eine ganz private oder privatere Frage. Wie startest du denn deinen Tag und warum machst du das so? Ja, jetzt denkst du wahrscheinlich, ich meditiere, aber das mache ich nicht. Aber ich erinnere mich immer, wer ich bin. Okay. Ich arbeite sehr viel mit, weil wir führen immer Selbstgespräche. Ja, wir sind uns gar nicht bewusst, aber ich arbeite mit bewussten Selbstgesprächen. Das ist eigentlich so mein Ding, dass ich mich dadurch lenke, dass ich nicht mehr zulasse, dass in meinem Kopf irgendeine Scheißstimme mir irgendeinen Blödsinn erzählt, sondern dass ich nicht nur am Morgen den Tag, sondern ich gehe durch den Tag. Ich starte den Tag so und ich gehe durch den Tag, indem ich mich permanent wirklich damit beschäftige, was ich mir gerade vorstelle, was ich gerade glaube, womit ich mich gerade beschäftige. Also das ist für mich eigentlich ein andauerndes, weil ich mache es ja eh, ja. Wir können nicht aufhören, das zu tun. Wir können einfach nur wählen, dass wir bewusst diese Gedanken, diese Überzeugungen über uns, über andere, über das Leben permanent bewusst führen. Also so starte ich mein Leben. Am Morgen geht es an und dann, wer bist du? Was willst du? Wie siehst du die Welt? Ja, ich stelle mir die ganze Zeit diese Fragen und so ist es jetzt. Wie willst du es haben? Was willst du über dich denken? Wie willst du dich fühlen? Ja, also das ist, so starte ich den Tag und so beende ich den Tag. Und ich höre nicht auf, das zu tun. Und was machst du, wenn dann dein Ego kommt? Also ich nehme an, du hast ja irgendwo auch noch eine Ego-Stimme, die ab und zu mal kommt und probiert, dich zu begrenzen oder irgendeinen Blödsinn zu verzapfen. Wie gehst du damit um, dass du das dann, Ich dass weiß, es dass es dich nicht gelogen bremst? ist. Ich weiß, dass es gelogen ist. Wie gehst du mit jemandem um, der dir die Tasche voll lügt? Was machst du damit? Ja gut, halt dann wirklich ausblenden oder wirklich sagen, nee, interessiert Stehen mich nicht. lassen. Ja, stehen Stehe, lassen. genau, stehe. Stehen lassen. Halt die Schnauze. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass meine Gedanken kreieren. Ich weiß, dass ich alles haben kann, was ich will. Ich weiß, dass die Dinge aus mir heraus entstehen. Ich kann mir nicht erlauben, irgendeinem Bullshit zu denken. Ich will schönes Leben haben. Also, fahr ab. Zurück in die Genau so. Schublade. Ja, und da ist es halt super wichtig, dass halt jeder auch sich erlaubt, so zu sein, ja. Und manchmal bin ich auch ausfallend. Ja gut, dann geht es schneller, dann ist klar. Dann ist auch Energie dahinter, sage ich mal. Ganz genau. Und dann denke ich, oh, Patricia, du kannst dich nicht so in deinem Kopf nicht so ausfallend. Keine Ahnung. Doch, kann ich. Ich entscheide, wie ich es haben will. Und wenn mir einer tierisch auf den Sack geht und wenn es die Ego-Stimme ist, dann sage ich, abfahren. Ja, also das ist eigentlich so, wie ich meinen Tag begehe. Und das ist halt auch mein Credo, wo ich sage, Meditation ist für mich das Spa. Ja, das ist einfach Spa. Wenn ich da mal ins Spa gehe und mich wirklich schön entspanne und so weiter und so fort. Aber ich muss mich trotzdem jeden Tag duschen. Ja? Und ich muss mir jetzt insbesondere immer wieder schön die Händchen waschen. Ja? Kann ich nicht sagen, ja, ich habe heute früh habe ich meditiert und dann kann ich den ganzen Tag Scheiße denken. Ja, Und nee, das oder macht ja halt auf nichts. Autopilot dann durch den Tag gehen. Genau. Und das ist eben nicht so, ja. Oder irgendwelche Rituale zu machen. Manchmal schreibe ich mir auch was auf, ja. Manchmal meditiere ich auch. Aber es geht mir einfach darum, dass ich mich in die Person, dass die Person, die ich sein will, den Tag startet. Und mal schreibt, jetzt habe ich da Lust drüber, was zu schreiben. Mal mache ich ein Video. Früh, oft mache ich einfach irgendwie Gratis-Content, weil da komme ich in Spur und sage, Ja, oh, klar. da ist wieder was, dann mache ich gleich ein Video dazu. Ja. Und so starte ich eigentlich. Ich mache gern, Okay. vormittags mache ich eigentlich gerne so meine Videos, Okay, weil ja. ich rede ja eh nur mit mir, also aus meiner Sicht. Ja. Ne? Okay. Ist ja eh nur alles für mich. Ich mache nichts für andere. Ja gut, aber ich denke, es können viele dann halt auch davon profitieren, wenn sie Ganz das dann, genau. weil das geht ja allen ähnlich. Also wir sind ja alle ähnlich irgendwo verkabelt im Gehirn und haben ähnliche Abläufe.
Und ja, die einen beobachten die Abläufe und die anderen halt nicht und sind auf Autopilot. Das ist dann ja da der Unterschied. Ja, nachdem ich halt so freiheitsliebend bin, will ich mir halt nicht vorschreiben, dass ich jeden Morgen irgendwie Journaling machen muss oder jeden Morgen eine Meditation machen muss oder jeden Morgen das machen muss. Aber was ich muss, ist jeden Morgen als diese Person aufzustehen, als die, die ich wirklich sein will und die ich wirklich bin. Das muss ich machen. Ja, klar. Da gibt's keine Diskussion, ja. Das ist non-negotiable. Das muss sein. Ja. Okay. Aber wie es letztendlich gemacht wird, ist jedem selber überlassen. Ja, jeder muss seinen Weg finden, dass er halt wirklich auch weiterkommt, nach vorne kommt dann. Ja, aber da bin ich auch mit mir sehr nachgiebig. Ja, heute hast du Lust zu schreiben, schreib's mal, super. Ja. Jetzt hast du Lust, eine Meditation zu machen, machst du das? Mhm. Also ich bin da sehr, sehr liebevoll mit mir. Ich darf so ziemlich machen, was ich will, wenn ich aufstehe. Sehr gut. Ja, ich denke, wir sind jetzt auch am Ende vom Gespräch angelangt. Möchtest du denn abschließend noch einen Tipp oder einen Rat oder einen Aufruf an die Zuhörer richten, was denen denn weiterhilft in ihrem Leben? Was möchtest du denn da weitergeben? Glaube keiner Lüge, die du nicht selber gut findest. Okay. Das hat Tiefgang. Glaube keiner Lüge, die du nicht selber gut findest. Ja, also ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, liebe Patricia, für das Gespräch. Also war wirklich sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich werde jetzt nachher auch dann in Podcast alles verlinken. Also da seht ihr dann auch die Links zur Website von Patricia und zu ihrem YouTube-Channel. Und da kann man dann also auch stöbern und schauen, welchen Content man da alles findet und auch das Angebot natürlich anschauen. Und ja, also vielen Dank, liebe Patricia. Ich muss noch was dazu sagen, Stefan. Und zwar, glaubt nicht, dass ihr alles selber so basteln könnt wie ich. Aha. Ich habe viel Zeit verloren. Lasst euch vom Stefan helfen. Danke, ganz, danke. Ganz, ganz wichtig, ja. Weil das, was ich da... Jahre, also wenn ihr meine Homepage anschaut und seht, boah, die hat einen Shop und alles gebastelt und da, ja, habe ich gemacht. Aber wenn du jetzt anfängst, dir das selber beibringen zu wollen, don't do it. Lass dir helfen, der Stefan weiß, wie es geht. Und du hast ja auch viel Zeit schon investiert und du kennst die Abkürzung. Ja, das auf jeden Fall. Also da habe ich schon viel gemacht und mache das jede Woche. Bin da immer dran und versuche halt auch die Leute zu digitalisieren und dass jeder halt dann auch seins machen kann. Und Digitalisierung bedeutet ja auch wirklich Freiheit, weil ich sage, in dem Moment, wo du es schaffst, dir ein digitales Business aufzubauen, was dich erfüllt, was dir Freude bereitet und was funktioniert, dann nimmt es sehr viel Stress raus und ist einfach das Größte. Also das ist ja meine Vision, dass wirklich jeder sein digitales Business aufbauen kann und seine Nische auffindet, also das, was ihn berührt, wo er Experte ist und das dann anbieten kann weltweit. Wunderbar. No limits, oder? Genau, und das zusammen mit deiner Manifestation und der Divine Energy und dann ist alles erledigt, dann ist alles geschwätzt. Dann ist alles geschwätzt, genau. Gut, danke, lieber Stefan. Vielen Dank, ich wünsche dir alles Gute, mach's gut. Ciao, ciao, Patricia. Ciao.